Hasta mañana. Haben wollen, haben wollen. Deins. Da ist es ja. Setz dich mal hin. Machst du denn hier? Ja, ich sag, Donnerstag ist Dachtag an. Ja, dann mach mal. Dann sag mal an. Ich zähl ein. Ein. Sag an. Was soll ich denn jetzt ansagen? Heute ist Donnerstag. Hab ich doch gesagt. Nochmal. Heute ist Donnerstag. Und Donnerstag ist? Donnerstag ist Jueves. Ist? Und Jueves ist Dachtag. Wenn wir jetzt Guillem rezitieren. Ja. Der sagt, Donnerstag ist Dachtag. Und in wenigen Sekunden geht's los. Buenas tardes, meine Lieben. Das ist das, was man sagt um diese Uhrzeit, nicht nur hier bei uns auf dem Dach, nicht nur in Camp Picafort, nicht nur auf Mallorca, sondern in ganz Spanien. Denn buenas tardes ist Spanisch. Und das heißt auf Deutsch? Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Ja, du hast ja noch gefehlt in der Runde, ne? Aber das, ja, das war ein schöner Einstieg, Herr Hötzschis. Ja, fröhlichen Nachmittag. Wir machen heute mal so die Runde. Wir wollen mal eben gucken, wer da ist, wer uns heute besucht. Und darum fangen wir bei dir ganz vorne an. Du hast ein bisschen Stimmenlost. Stimmen weg, ja. Ja, nimm mal schön dicht daran. Kannst du ganz leise sprechen, dann hört man trotzdem. Wer bist du denn? Ja, hallo, ich bin Manuela Habel und komme aus Osnabrück. Das ist richtig, die Antwort war richtig. Und ihr seid jetzt ja auch schon gut 10 Tage hier, ne? Ja, ja, heute ist letzter Tag. Heute ist letzter Tag. Erzähl mal eben ein bisschen. Ihr seid im Nordeste? Nein, im Horizo. Ihr seid im Horizo? Genau. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen ist soll. Gut? Also, ja. Zufrieden, ja. Zufrieden, Essen ist super. Ja. Kann man ja nicht meckern. Ja. Zimmer nicht weit ist bis auch zum Strand. Genau, der Ausblick macht es. Eigentlich, direkt eigentlich am nur hinfallen und dann liegst du im Sand, ne? Genau. Ja. Was wir heute auch gemacht haben. Ja, ja, okay. Kommt ihr jetzt vom Strand direkt, ja, oder? Habt ihr ja den Strand unterbrochen für mich? Ja. Oh, ihr seid so zuckersüß. Und unsere Liegen stehen noch. Ah, eure Liegen stehen auch ja noch. Ah, okay, gut, alles klar. Ja, relativ. Man sieht es. Relativ. Manu, willst du grüßen? Willst du jemanden? Ich grüße alle, die mich kennen. Ja, du kommst ja morgen eigentlich schon wieder zu Hause an. Ja, genau. Und das ist ja ganz kurz schon nach dem Dachtag. Also das alle, die Manu kennen, schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Wann ist das nächste Mal? Weißt du schon? Habt ihr Planung? Ja, eigentlich schon. Aber willst du es verraten? Nein. Nein, nicht verraten. Nein. Wird nicht verraten. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Ob okay noch dieses Jahr nochmal klappt, mal schauen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr da mal wieder reinguckt, eben, dass wir ein bisschen erzählen können. Genau. Das wäre eine coole Nummer. Das versuchen wir. Ja, sehr geil. Wollen wir deinen Männer mal zu Wort kommen lassen? Na denn, Herr Habel. Du bist am Dranzen. Ich bin Hans aus Osnabrück. Ja. Und ja, grüße auch alle, die mich kennen. War bis jetzt ein ganz entspannter Urlaub. Letztes Wochenende hatten wir für 4 Tage ein Auto durch die Gegend gefahren. Cool. Was habt ihr euch angeguckt? Ja, wir haben Valdemossa waren wir, Somarroig. Puerto Valdemossa? No. Nee. Sind dann aber von Somarroig am Bergland gefahren, über Manuel gefahren nach Andrach. Ja. War Susi mit? Ja. Videos mitgebracht? Nein. Boah. Bis in die Steinzeit. Einen Tag haben wir uns an die Ostküste angeguckt, waren bis Calles de Mallorca und dann Porto Cristo, den Dino Park. Okay, ah, der neue. Der ist interessant. Ja, doch. Das ist ja schon einmal in die Hose gegangen. Die hatten ja schon mal einen. Da, Manacor bei der. Ja, davor gab es noch einen. Und zwar da, wo man die Autobahn runterfährt nach Palma. Hm? Da oben auf dem Hügel, ich weiß gar nicht, wie das. Ich weiß ja gar nicht, wie ja, das doch, heißt. Haben wir doch öfters geparkt. Da gab es ganz früher gab's ja auch einen, die sind aber irgendwie platt gegangen. Da steht immer noch dieser blau-weiße Wasserturm. Da fährt man dran vorbei. Das war das Zentrum von diesem Park, von diesem Dino-Park damals. Ja, dann wollen wir denen mal die Daumen drücken, dass sie das vernünftig machen. Ja, also interessant ist es. Interessant ist es und die haben da auch also ein doppelt kombiniertes Angebot. Also wer beides machen will, den Dino-Park
und die Höhlen, da ist der Eintritt dann etwas vergünstigt. Okay. Für beides zusammen. Wo ist das genau? Also rein theoretisch, wenn man, das ist schon von der Straße aus angeschildert, bei Porto Cristo. Bei Porto Cristo. Ja, wir sind von unten gekommen. In der Nähe von den Curvas de Lams oder Curvas de Porto Cristo? Ne, Porto Cristo. Drachenhöhlen. Ja, ja, Drachenhöhlen. Bei den Drachenhöhlen. Ja. Ah, okay. Dino Park auf der Seite, die Drachenhöhlen. Vielleicht derselbe Betreiber, man weiß es nicht. Ja, gut. Ja, cool. Wenn es schön ist, das ist die Hauptsache. Ja, wenn es Spaß gemacht hat. Einen Tag noch Palma Altstadt. Ja, und Susi hat uns schöne Bilder mitgebracht aus dem Dino Park, ne? Hast du? Bilder, ja. Ja, Bilder, ja. Die kriege ich. Bilder auch. Dann blenden wir die ein bisschen mit ein. Ja, das wäre schön. Dann gebe ich erstmal fürs erste Mal kurz weiter. Ja, gut. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Wie immer. So kennen wir dich. Ja. Profi mittlerweile. Ja, sehr schön. Moin, Susi, moin. Moin, moin. Ich bin die Susi aus Lübeck. Ja. Ja, zum zweiten Mal beim Dachtag nach letzter Woche. Meinst du, könntest Maike schlagen? Nein. Mit 8 Mal? Nein. Nee, ne? An dieser Stelle schöne Grüße, genau. Maike. Ja. Ich grüße meine Mutter wieder, meine Freunde, meine Arbeitskollegen und die Balkonparty im Wohnzimmer. Okay. Jetzt darf ich ja Werbung machen, hast du gesagt. Ja, das ist in Ordnung, das können wir machen. Solange wir keine Links posten, ist das alles in Ordnung. Obwohl, ich mache eigentlich eine Balkonparty immer auf dem Balkon und nicht im Wohnzimmer. Das ist ja jedem selbst überlassen. Man kann ja vielleicht auch eine Kloparty im Schrank machen. Genau. Man weiß es nicht. Wir sind ein Musikstream auf Twitch TV im Internet. Okay. Unter der Leitung von Event-DJ Marco Abend aus Kiel. Was macht ihr da? Also ich bin eine von 12 schriftlichen Moderatoren. Ah, okay, und, okay. Ah, cool. Ja, passe mit auf, dass kein Blödsinn geschrieben wird. Ja. Ja, bin zuletzt schick's auch erst mir mal, schickst mir mal persönlich einen Link? Das kann ich tun. Dann möchte ich mal reingucken. Ja. Macht ihr auch Musik, so ein Musikprogramm oder was? Oder? Ja, wir sind 6-mal online die Woche. Okay. Also jeden ersten Montag im Monat ist Rockstream. Okay. Dienstags, donnerstags und freitags Musikwunsch-Therapiesitzung. Samstags, ja, leiten wir das Wochenende ein, kann man so sagen. Ja. Und, machst du auch Moderation? Nur also, schriftlich. Nur schriftlich? Nur schriftlich. Solltest du vielleicht mal in Erwägung ziehen, weil du hast eine angenehme Stimme. Danke. Eine super Aussprache. Und sonntags. Und vielleicht sowas sollte man unterstützen. Sonntags haben wir Frühstücksfernsehen, also mehr über die Winterzeit hin. Vormittags und abends nochmal Sweet, Soft and Lazy. Aha, okay. Also schon ganz angenehm. Und das ist mit Gucken oder was? Genau. Also okay. Du guckst auf dem Computer oder Internet. Vielleicht gibt der Dachtag da mal. Ja, wir sind... Ein Besuch stell dich ein, oder wie sagt man? Statement. Ja, Statement, ja. Wir sind viel schlagerlastig, aber eben bei Musikwunsch-Therapiesetzung kann man sich alles wünschen. Und ja, ja, meistens ja. Erfüllt er das auch, wenn das reinpasst. Supi! Seit kurzem singt Marco auch selber. Ah, okay. Er war hier auch auf der U103-Schlager-Party und darf dort auch Musik machen. Okay. Kommt nächstes Jahr wieder. Ja. Ja, macht viel Spaß. Ja, super. Das ist auch eine schöne Sache. Ja. Schönes Hobby. Grüßt euch alle. Ich auch, ich grüße mit. Ja, so, und ich soll noch grüßen. Okay, noch grüßen. Lydia und Ralf. Selbstverständlich. Ich hoffe, ihr seid gut nach Hause gekommen. Ja, ich habe genau. schon. Genau, und Yvonne, schon, Hartmut und Julie auch. Also ich habe von den beiden, von Arnings, habe ich schon Bestätigung gekriegt. Heute Nacht um 1 sind sie dann irgendwann angekommen. Doch oder so früh. Ja, doch so früh. Ja, heute Nacht um 1 waren sie da. Ja. Ja. Gut, ja, gut, ansonsten ja, war super schöner Urlaub. Das ist fein. Schön erholt. Ja. Wir haben die 10 Tage nicht eine Wolke gesehen. Das nächste Mal wann? Weißt du oder noch nicht? Nee, weiß ich noch nicht. Gut, da lassen wir dann als Überraschung. Ja. So, genau. Dann sag mal eben der Drängel da. Was ist, was gibt's denn? Ja, Sven, ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, was du da für eine Fahrradkette um den Hals hast. Ist es doch aufgefallen? Ja, doch, ja. Ja. Ja, wem ist es denn noch aufgefallen? Doch, euch. Ja. Ich kenne die auch. War ja nicht da. Das ist eine Leihgabe. Das ist eine Leihgabe von Talla. Kennt ihr Talla? Der Mann mit den Sonnenbrillen, der 2,10 Meter groß ist oder so. Von dem soll ich alle herzlich grüßen. Hier, Leihgabe von Talla. Ich habe mir das umgehängt, damit ich das nicht vergesse. So, schönen Gruß vom Strand. Der rennt hier unten übrigens irgendwo rum, den haben wir gerade gesehen. Dankeschön für die Erinnerung. Das ja, war kein super, Problem. Ja? Ja? Steht, ich hoffe, mir steht das. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob Sam jetzt in Zukunft immer so rumlaufen soll. Was? Hans, danke schön, super, ja, vielen Dank. Weil die erste Sonnenbrille, die keiner in der Hand hat, hast du ja auch schon auf, also es würde auch... Ja, ja, das stimmt, da hast du recht, ja, das ist richtig.
Gut. So, mein lieber Andi. Hamburg. Ja, ja, Hamburg. Ist deins jetzt. Ja, also hier zum Thema Kette. Ich sagte was? Eben schon, so derb kann man gar nicht lügen, um die schön zu reden. Sam. Ja, alle, die ist mir doch egal, wovon dir schlecht wird. Nimm mir nicht die Worte aus dem Mund. Nee, ist in Ordnung. Ja, mein Name ist Andreas Karl Hermann. Ja, Höttges, stimmt gar nicht. Nein, stimmt gar nicht. Alias Andy J, ja. Alias Andi. Andy J, genau. Und jetzt habe ich endlich wieder das Mikro. Ja, da hast du lange nachgebettelt, ne? Ja. Wir sind gestern angekommen, waren gefühlte 48 Stunden unterwegs und reale 24 Stunden wach, weil erstmal mussten wir 2 Stunden im Flieger sitzen und bevor es losging zu fliegen. Aber davor haben wir noch 2 Stunden in der Schlange gestanden. Wir haben erst gedacht, wir kämen überhaupt nicht mit. Aber ich kann nur jedem empfehlen, Eurowings, dieses Priority. Ich sag's nochmal. Priority Lane mitzubuchen für die Sicherheitskontrolle, denn sonst hätten wir das nicht geschafft. Wir konnten schnurstracks dran vorbei. Die haben alle so Augen gekriegt, die anderen Passagiere, und konnten wir direkt zur Sicherheitskontrolle durchgehen. Das kostet 10 Euro, ist nur ein Tipp, und es macht sich wirklich am Ende, macht sich das bezahlt. Gut. Ja, und dann hat man noch mit dem Vermieter, Autovermieter, hatten wir noch ein bisschen Probleme und Diskussion. Überhaupt die Hitze, da läuft man ja fast rückwärts, auf jeden Fall aus. Dann gib mal Gas. Nur nicht schnell. Und soll ich Gas geben? Soll ich noch schneller reden? Ja, wir schaffen das. Grüßen tue ich natürlich niemanden, weil ich bringe mich da nicht in Teufels Küche. Ich kann nur verlieren, wenn ich jetzt anfange zu grüßen. Dann du kommst ja auch nochmal, ihr seid ja ein paar Tage hier. Ja, ich könnte dann in Etappen grüßen und mir und außerdem die ganze Woche. Man soll so viele Leute grüßen und grundsätzlich im Urlaub bearbeite ich keine Anträge. Also. Ja, genau. Ganz genau. Und so Schleimereien und sowas. Ne? Ja, du kannst ja alle grüßen, die dich kennen. Ja, man, und man die muss ja auch die ganze Woche, müsste man sich ja Gedanken darüber machen. Ja, ich grüße alle. Also ich grüße wirklich alle und alle, die mich nicht nur kennen, sondern auch lieben und mögen. Und da soll es auch ein paar von geben. Tatsächlich. Ansonsten die mich hassen, die kennen mich ja sowieso. Und, ja. Na gut. Dann geht's weiter. Ja, oder sollen wir noch? Kannst du behalten, weil jetzt kommen eigentlich die Bilder der Woche, was wieder mal nicht viele geworden sind. Es tut mir leid, weil ich bin unterwegs. Gott sei Dank hat Susi mir einen Clip geschickt. Nur einen. Was ich persönlich ein bisschen... Ich guck nochmal durch. Ja, guck nochmal durch, was du für mich hast. Aber Bilder hätte ich gerne von den Dinos. Die schneiden wir nachher mit rein. Die schneide ich mal in die Bilder der Woche mit rein. Alle 40? Ist 40 ich, Stück? Ich habe 80. Okay, ja. Also, den, ja, die euch am schönsten sind, die schickt er mir. Ganz kurz Videos. Und dann mache ich für euch eine Dia-Show. Ja. Ja, bei 25 Bildern in einer Sekunde. Ne? Ja, das geht schnell. Kannst du einen Film rausmachen. Ja, dann kann ich einen Film rausmachen. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir da mal rein. Ich war unterwegs, ich habe eine Straße gefahren, die sonst keiner fährt, mal wieder, war aber Zufall, weil ich da zu tun hatte, musste ich da lang, habe ich die Kamera halt mitlaufen lassen. Dann war ich mit der Drohne unterwegs, wir haben uns Jubi von oben angeguckt, wir waren bei Jubi bei den Talayots, da könnt ihr mal googeln, Talayots, das sind die Ureinwohner von Mallorca, die hier früher so große Steinbauten, ähnlich wie Pyramiden, gebaut haben, die auch teilweise noch stehen. Zum Beispiel bei der Rancho Grande stehen welche, in Jubi stehen welche, in Arta kann man ein ganzes Dorf besichtigen. Das haben wir uns von oben angeguckt. Und die haben auch die Sleeping Maria gebaut. Ja, was haben die gebaut? Die Sleeping Maria haben die auch gebaut. Die haben Maria auch gebaut. Ja, Maria ist auch künstlich. Ja, das ist alles künstlich erbaut worden. Ja. Künstlicher. So, Schluss jetzt. Auf geht's mit den Bildern der Woche, danach kommen wir nochmal wieder. Ich möchte mit dir noch über einen neuen Song reden, ganz kurz. Ah. Und dann sagen wir auf Wiedersehen, aber jetzt erstmal schnell die Bilder der Woche. Viel Spaß dabei!
So, Fräulein, hier, guck mal, bitteschön, wer ist denn da? Ah, das ist ja, das ist aber schwer, das ist ja, das ist ein Westbäckel aus dem Osten. No? Jo, da freuen wir uns ganz doll. Von Yvonne und ihrer Familie. Jo. Guck mal rein, was drin ist. Und ich hatte mit Yvonne schon mich unterhalten. Okay. Ich habe schon Diskussionen. Ah, okay. Drin. Ich rieche das schon, oh, da ist Harzer Käse drin. Und schaut mal, wie die den verpackt haben, ja, in der Tupperdose. Also richtig gut verpackt, dass es nicht riecht und dass der Drogenspürhund das auch nicht anriecht. Da freut sich aber jemand. Da freue ich mich tierisch über lecker Harzer Käse. Harzer Käse. Lieben, lieben Dank. Mensch, Yvonne, ihr seid der Hammer. Da ist aber noch mehr drin, ne? Yvonne hat gesagt, sie musste das in den Koffer mitnehmen. Ach so? Der Mann hat sich geweigert, Harzer Käse in seinem Koffer mitzunehmen. Ah, okay, der hatte das Fläschchen Olivenöl oder was. Nee, was ist das? Guck mal, wir haben eine Flasche Spülmittel bekommen. Ich weiß auf Mallorca kein Spülmittel gibt. Pfeffi. Es gab eine Flasche Pfeffi. Wer die nicht kennt, das ist ein, ja, ein Pfeffi halt. Das ist ein Problem. Pfefferminzschnaps. Den schön auf Eis. Ja, okay. Der ist richtig lecker. Und was gab's noch? Schaut mal. Jawohl. Thüringer. Jupp. Rostbratwurst. Ja. Richtig, guck mal, wie viel. Ja, boah. Richtig der viel. Musste Yvonne bestimmt auf 2-3 T-Shirts verschichten. Denk ich mal, dass sie gar die sie nicht mit. Klamotten. Ja. Weil das wiegt da, so eine Flasche wiegt da. Ja, na klar. Wirklich verzichtet auf Klamotten dafür, um uns was mitzubringen. Also 3000 Dank. Coole Nummer, ja. Mal, was noch ist ja immer noch nicht zu Ende. Schweinefleischknacker mit Kümmel. Alles, ja, was mit gut. Kümmel ist, ist immer gut. Ja, das ist gut. Egal, ob es Harzer ist mit Kümmel oder Wurst mit Kümmel. Ja, ja, ja. Und? Ja, ja. Oh, was ist denn das? Wie gut das aussieht. Das sieht aus wie ein Stück Schinken, Räucherschinken, ja, oder was? Ja, Schweinefilet geräuchert. Oh. Du wirst aber wieder verwöhnt. Ja, aber
läuft die Suppe, wir haben 40. Ja, wollte ich gerade sagen, ist das jetzt Schweiß oder ist das Sabber? Ja. Nicht lecker gepökelt. Das Fräulein muss auch mal am Rechen gucken eben, genau. Und? Ja, und? Noch mehr? Oh ja, das darf er nicht, das darf er nicht fehlen. Wisst ihr was? Ja. Das gehört zusammen. Ja. Das ist ein Senfträger. Ja, genau. Die Wurst ist nur ein besserer Senfträger. Genau. Ja. Dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank. Das stimmt. Krieg was ab? Mal gucken. Bisschen. Ja, ein bisschen. Oder hat's das für mich? Ja, na klar. Ja, dann gib Händchen, mach Knickschen. Lieben Dank. Ihr seid echt sogar Küsschen. Super, dass ihr so viel mitgeschleppt habt. Weil das ist ja heutzutage mit dem Gepäck, ist ja schon. Ja. Gut, dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank und macht euch schöne Tage. Ja, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Ihr habt uns eine riesen Freude gemacht. Ja.
Zack, zack, Woche vorbei. Ich bin noch mit dem Kabel beschäftigt. Entschuldigung. So, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's los. Was geht los? Ja. Ja. Was hast du gesagt? Zack, zack, Woche vorbei? Eine, zwei, drei. Ja, geht schon. Läuft schon, läuft schon. Läuft, läuft schon, läuft schon. Läuft schon. Ja, ich habe schon gesagt, die Woche ist wieder vorbei. Zack, zack. Ruckzuck, ne? Ja, fast in August. Jetzt ist es 20 Juli, in August. Ja. Ich mochte meine Bund ist 16 August. Was ist am 16. August? Nee, ja, die Fest von Campicafol, Feuerwerk und so. Diese Okay. Feuerwerk, ganze, ja, 15 das Feuerwerk. Ja, die 7 bis 15 ist ganz eine schlimme Woche, ja, viel zu tun, viel, viel zu tun. Viel Arbeit, ja. Und dann, meine Bund ist 16 und dann 16, und dann wird es ein bisschen besser. Besser. Ja, Lanzan, Sommer. Immer, ne? Immer, jedes Jahr. Also, yeah, wenn wir Feuerwerk haben, ja, also wenn Mare de Deu, heißt ja, die Fiesta heißt ja Mare de Deu, wenn das vorbei ist, immer danach geht es ein bisschen, ein bisschen so runter. Ja, ja, aber ja, warum haben diese viele Spanier, die 7 bis 15 viele Spanier, kommen hier. Viele Leute von den Dörfern. Ja, besuchen Freunde und die Freunde sagen, schlafen bei mir. Ja. Also, in Campicafol, die Christen ist richtig voll. Ja. Und heiß und viel zu tun. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und die Angestellten, ist keine Lust mehr. Und ich muss sagen immer, venga, venga, eine Woche. Noch eine Woche. Und jetzt sagen, 23 Tage. Ja. Morgen ist 22 Tage. Ja. Und morgen, ich sage für alle Freunde, aber leider ist zu spät vielleicht. Donnerstag ist auch Dachtag und ja, Donnerstag stimmt, ist auch Jamaika zu. Ja, genau. Aber wir sind Profi, heute ist Donnerstag. Ja, heute denn Donnerstag ist Dachtag. Nein, ihr wisst es. Ihr wisst es ja, dass wir immer mittwochs vorarbeiten für Donnerstag, weil anders habe ich gar keine Zeit, sonst würde ich das gar nicht auf die Reihe kriegen. Also für uns ist Mittwoch Donnerstag. Ja. Und Donnerstag ist Dachtag. Genau, richtig. Wie geht's, Maria? Gut. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Bei dir Gesundheit? Gestern war vieles schlimmer mit meinem Knie, aber so. Okay. Wann ist Knie links, ist Knie rechts, wann ist Knie ist Fuß, wann ist Fuß, ist ganze Beine, wann ist ganze Beine Kopf. Alter Mann, ist so. Aber hast du immer Tropfen von Geske, hä? Ja, ich habe speziell Tropfen von meinem Freund, Stefan. Ja, stimmt. Guillem, ich weiß, dass schon wieder Leute auf dich warten. Du musst arbeiten. Ja, trotzdem, ich muss, aber trotzdem ein paar Minuten. Dankeschön, dass du eben Zeit hattest, deine Leute zu grüßen. Ja, natürlich, ich vermisse alles und ich vermisse auch die Winter mit Dachtag, mehr Zeit und möglich mit alles. Mal gucken, was wir machen zum Saisonende. Ja, wenn und, Saison fertig, erste Dachtag, mal gucken, was wir. Und trotzdem vielen Dank für. Du besuchst Jamaika Bar, besuch mich für ein bisschen, sagen Wiki Wiki, Ola Ola, für alle, für die ganze Welt. Ja. War schon alle, kennst du viel, hast du viele Freuden für überall. Und jede Woche noch mehr. Und viele sind jetzt wieder zurück, viele sind wieder zu Hause. Schöne Grüße an dieser Stelle an alle. Aber ich habe gehört, der eine oder andere kommt im September nochmal wieder. Ja, im September kommen viele. Ja, Juli, August, manchmal ist immer viele neue. Ja. Aber nachher die Stammkunde ist mehr kommen Mai, Juni, September, Oktober. Trotzdem in Juli, August, ich habe Stammkunde. Ja, klar. Aber die maximal ist aber immer. Aber viele, die zweimal kommen, kommen Mai, Juni und dann September, Oktober noch einmal. Ist besser Wetter, warum nicht zu heiß? Ja, ganz genau. Ist zu heiß und viel. Alles, ich denke, Hotel ist auch mehr teuer, Juli, August. Ja, kann sein, Ich denke, September ist immer ein bisschen billiger. Ja. Und Wetter, trotzdem, Wetter ist nicht so heiß. Genau. Ich denke, die Leute mehr genießen heiß, aber nicht so heiß. Ja. Jetzt ist es extrem heiß, so ist wie Afrika. Und trotzdem, heute ist Ventilator an. Ach, guck mal, sagst du wie Afrika? Guck mal, wer da kommt. Ja. Mein Freund Tala, der ist auch ständig immer überall. Ja. Vorhin im Ventimar, jetzt hier. Sagst du, hola. Tala, scharfe Kette, super Kette. Collier, saluda, Collier, saluda. Superguay. Saluda, saluda. Da ist er. Hier, meine Kette. Ja, hallo, schöne. Wie geht's gut? Das kostet 12.000 Euro. Ich lebe nicht. Ja, unbedingt. Na gut, Guillem, ganz lieben Dank, dass du eben Zeit hattest. Grüße an alle. Ein Großurnamen. Ein Großurnamen für alle. Hast du lange nicht mehr gesagt? Nein, nicht vergessen. Ein großer und Namen für alles. So sieht's aus. Ja? Und wenn Zeit ist, komme ich wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Nächste Woche haben wir ein Special. Mhm. Nächste Woche haben wir ein Interview mit dem Direktor vom Nordeste Playa. Ah, okay, mit Robert. Da freue ich mich schon drauf.
Mal sehen, was es Neues im Land Este gibt. Ja, ich denke nächste Jahre ohne inklusive. Ja, das sagen ganz viele, das klären wir morgen. Morgen machen wir Interview. Keine Ahnung. Und nächsten Donnerstag im Dachtag, also das schaffen wir heute nicht mehr, aber nächste Woche am Donnerstag wissen wir alle mehr und zwar aus erster Hand. Ja, danke schön, dass du Zeit hattest. Ich wünsche dir gute Gesundheit, gute Geschäfte. Ich vermisse alles. Ja? Und schönen Gruß an Maria. Küsschen, machst du Küsschen? Nee, nicht hier, Maria. Ja, Maria nachher. Für dich, Maria. Ja, nee, aber lieber persönlich von mir. Ich gebe dir, du gibst ihr. Okay. Das war Guillem. Winke, winke. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Das waren die Bilder der Woche. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich toll, möchte mich. Klasse. Ja, klasse, so, sehr schön. Mach's mal richtig. Mach's mal mit ein bisschen mehr Emotion. Toll, klasse. So. Nein, also emotional kann ich nicht. Ja, das weiß ich. Andreas Karl Hermann Höttges. Zu bescheuert, ne? In meinem Pass steht Karl Hermann Andreas Höttges. Deswegen sagen jetzt alle auf einmal Karl. Karl. Früher war Andreas immer unterstrichen. Darf ich Kalli sagen? Kalli, ja. Kalli? Obwohl Karl ist jetzt schon wieder sehr, sehr in. Sehr, ja, sehr, okay. Sehr modern. Ihr könnt ruhig Karl zu mir sagen. Sag mal, aber bevor du jetzt dir jetzt hier dich vom Tausendstel ins Millionstel kommst, es gibt einen neuen Song. Ja. Passion de Viajar. Passion de Viajar. Kannst du ihn da? Reiselust. Kannst du ihn anspielen? Ja, gut unvorbereitet. Gut unvorbereitet, ja, wie immer. Klar, Moment. Ja, muss noch ein bisschen schwätzen. Ja, wir werden noch ein bisschen schwätzen. Manuela hat das Wort. Hier, komm, erzähl was. Du darfst jetzt was erzählen, du darfst frei schnauzen. Was ist dein... Hier, Domian, was ist dein Thema? Warum geht es dir heute so schlecht? Mir geht es heute so schlecht, weil geschwitzt. Stimme und dann Aircondition. Ja, genau. Ja, ich auch, immer, wenn ich Auto fahre mit der Aircondition. Es geht aber nicht ohne. Nee, du kannst nicht mit 50 Grad im Auto, kannst du nicht dich konzentrieren, weil du machst. Genau. Und musst die Aircondition. Und mir ist es jetzt so zum Schluss passiert. Geht bei mir auch immer sofort. Ich war jetzt diesen Sommer bestimmt schon 5-mal heiser. Ja. Geht sofort auf die Stimme bei mir. Geht aber wieder weg, hoffe ich. Ja, das geht wieder weg. Ja. Honig essen? Keine Kreide, dann macht die Stimme höher. Aber Honig essen? Mache ich ganz viel. Sagen Sänger, dass das funktioniert, habe ich schon mal gehört. Und das stimmt. Höher, keine Kreide, weil ich doch kalt bin. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Ja, jetzt ja. Kannst du auch weiter. Ja, Hans. Sonst habe ich keine Stimme mehr heute. Dein Thema heute? Ja, mein Thema heute. Was ist mein Thema heute? Ja, gut, letzter Tag. Nochmal einen entspannten Strandtag. Wolle Kette kaufen? Na, auch jetzt nicht. Jetzt wolle nicht Kette kaufen? Nein, Ich bin für Kalle eine Katastrophe. Wolle Rose kaufen? Nein, das sowieso. Habe ich auch nicht dabei. Und wenn dann Fahrradkette, dann höchstens in schwarz. Ach so, okay. Na, ich finde den nicht. Ich finde den. Ich finde den. Ja, sonst... ich habe dir den ja per WhatsApp geschickt. Ja, das ist in meiner WhatsApp. Ja. Mit dem Mietauto waren wir ganz zufrieden. Ja. Können wir auch so nicht meckern. Was kostet, darf ich das fragen? Ja, was du darfst. Also wir haben für vier Tage, also auch volle Tage, also freitags morgens 9 Uhr konnte ich ihn holen und bis Montagabend 21 Uhr. Okay. Also volle Tage haben wir bezahlt, inklusive Versicherung 248 Euro für einen Fiat 500, aber nicht die kleine Version, sondern den L, den großen. 50 Euro. So ein Mini-SUV. Ich nehme mal 50 Euro im Moment. Ja, das ist für... Also für die momentanen Verhältnisse ist das schon... Kann man nicht meckern. Ist das schon ganz in Ordnung. Ja, ja, eine stimmt. Fast 2 Meter große Frau mit rein. Ja. Das kleine Susilein. Weil wir haben oben bei an der Straße, Adal Kuja bei Van Rell. Bei Van Rell, Früher waren wir immer da bei Bordeaux. Bei Bordeaux, bei Bernhard, genau. Ja. Und der ist ja nicht mehr. Ja. Und gut. Ja. Wir trauern übrigens noch über Alex Zappa. Ach ja, da habe ich was. Ja, der kam, war bei uns in Bad Iburg auch. Habe ich was gelesen, ja. Der ja. ist hier auf Mallorca gestorben. Ah, okay. Vor einer Woche. Okay, ja. Unser Beileid. Und auch heute nicht zu vergessen, auch wenn er nicht im Bild ist, unser Sohn Pablo ist natürlich auch hier. Auch der sei gegrüßt, ja. Auch der ganz sei gegrüßt. Wichtig. Ja. Rennt er hier irgendwo rum? Ist er hier irgendwo? Ja, ja, okay. Kann unauffällig hingucken. Ja. So, Herr Susi, wolltest du noch eben einen loslassen? Wir waren auch einen Tag abends in Alcudia. Ja. Also... Mein Fall persönlich wäre das nicht. Es war gerammelt voll dort. Ja, ja.
Wahnsinn. Was habt ihr da gemacht? War die Essen? Nein, oder was, wir sind nur. Einfach nur spazieren gehen. Ja, ich wollte das Alcudia-Schild suchen. Wir wussten gar nicht, wo es ist. Im Hafen. Ja, wir haben auch im Hafen angefangen, aber rechts davon, wo die abgesägte Brücke ist. DG, und da gelaufen. Sind wir dann erst ein bisschen gelaufen und auf dem Rückweg praktisch durch die Innenstadt. Guckt einmal da ist das Schild. Okay. Und dann haben wir noch ein paar Fotos gemacht. Ja. Ja, cool. Das war soweit gut, aber da würde ich keinen Urlaub machen. Zum Urlaub machen, deines Erachtens nicht geeignet. Nein. Ja, das ist jedermann Geschmackssache. Ja, genau. War es aber eigentlich, wenn man die Alcudia die ganzen Jahre über noch nie so mein. Erstmal muss so ständig, voll meinst du jetzt? Ja, erstmal voll ohne. Du musst ständig auch über die Straße da latschen zum Strand oder so. Also, wenn du da nicht gerade. Ich denke mal, viele haben Nachholbedarf. Ja, dass wenn du da nicht gerade Ferienzeit bei dir hast, dass du nicht unbedingt ans Wasser musst, dann weiß ich nicht. Okay. Die gucken auch ständig. Ja, supi. So, jetzt wollen wir mal eben gucken. Nur lästert nicht so viel über Alcudia oder andere Städtchen, sonst kommen alle hier hin und dann sieht es nachher genauso aus. Ist hier so voll, ja. Da hast du recht. Ja, Herr Höttges, dann lass mal vorab. Ja. Lass mal reinhören. So hinlegen? Ja, so hinhören. Ich ziehe gleich mal voll rein, ne? Du lässt vorlaufen, ich ziehe mal voll rein. Du hast schön die Klampe gespielt. Das hat noch keiner gehört, ne? Keiner. Jetzt geht's los. Also was noch von meiner Okay. Ja, ich glaube, man hört uns jetzt kaum, weil das liegt sehr nah an der Musik. Ich ziehe die jetzt mal voll rein, warte mal. So, jetzt. Ja, klingt gut. Wow. Cooler Sound. Alles Vorspiel mit dir. Ja, meine Lieben, und mit diesen fantastischen Klängen. Ah, der hat's verstanden. Mit diesen fantastischen Klängen verabschieden wir uns für heute. Das war der Dachtag, meine Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke euch nochmal, dass ihr den Weg aufs Dach gefunden habt, zum dicken Onkel gekommen seid, eure Zeit ein bisschen abgeknapst hast. Habt, um hier zu sein, zu dürfen, zu können, zu müssen. Dankeschön, vielen Dank. Danke, Andi, für alles. Danke das ist für übrigens Tauwetter für dicke. Ich habe schon gemerkt, ich bin extra Treppe gelaufen. Ja. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich bin dann mit dem Aufzug gekommen. Ja. Nee, wir haben die Sachen hochgebracht vorher, genau. Ja. Genau, die Sachen hochgetragen. Dankeschön vor allen Dingen für unser Einstiegsvideo heute. Das ist wirklich gelungen. Hat mir Spaß gemacht, das zu sehen. Ja, mir auch. Und du bleibst ja auch noch 3 Wochen. Wir sehen uns noch ein bisschen. Wir sehen uns noch mal im Dachtag. Ich habe noch das ein oder andere mit dir zu besprechen. Als DJ würde ich gerne von dir eine Meinung zu Laila hören. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das sprechen wir dann mal durch. Was ist das? Okay. Okay, er weiß nicht. Gut, dann kläre ich dich demnächst auf. Das war's. Freut euch auf den nächsten Dachtag. Im nächsten Dachtag wird es ein Interview geben mit dem Direktor vom Nordeste, was vielleicht alle unsere Stammgäste interessieren könnte, die im Nordeste sind. Das sind nämlich nicht wenige, weil wir sprechen ganz oft hier und dann hört man immer wieder, ich bin im Nordeste, wir sind im Nordeste. Und da hat es einen Führungswechsel gegeben. Und ach was, komm her, schnell, los, komm ran. Hammer, wie kommst du überhaupt darauf, dass ich einen Puff habe? Grüßen. Kommst du? Kommst du zu mir? Guck mal, wer da ist. Hallo, wie geht's? Wenn ich schon... Da habe ich schon eine Kette von Taller. Wieder, gib mir da Taller. Von Taller. Warte, guck mal, da kommt der Chef. Oh, hier, der Chefstuhl. Danke. So, bitteschön, setz dich hin. Ja, wer bist du? Wie heißt du? Billy. Das ist der Billy. Wie geht es dir? Alles gut? Ja, alles gut. Was sagst du mal zu mir? Moin, moin. So sieht's aus. Ja, den netten jungen Mann kennt ihr mit Sicherheit auch. Ja. Von unten, vom Strand. Ja. Und er hat gefragt, ob er einmal die Leute, seine Kundschaft grüßen darf.
Das machst du jetzt. Jetzt ich kannst du grüßen. Mit meiner, Kollegin Ralf und seiner Frau. Hallo, wie geht alles gut? Alles in Ordnung bei dir? Ja, ja, sehr gut, ja. Heute zu Hause? Ja. Sind heute gestern gerade, Nacht, ja. Heute Morgen um 1 Uhr ja. Zu Hause? Zu Hause, ja. Bei mir gesagt, wir waren verstorben und morgen, gestern Abend in Jamaika. Ja. Wir sind jetzt wieder nach Hause. Ganz genau. Ja, ganz genau. Dankeschön, dass du gekommen bist. Alles Gute. Grüß mal alle jetzt. Hier, komm, alle grüßen. Alle. Danke, Wallis. Alle, die Billy kennen. Die kennen sie bei mir von YouTube überall. Ich sag dir hallo, alles in Ordnung. Alle wollen Mallorca kommen. Ja. Mallorca ist der Beste in der Insel. Aber im Winter Gran Canaria, ne? Winter Gran Canaria. Ja, klar. Aber Campiga vor in der Beste. Campiga vor mit bei ihm, ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Ja, das war eine tolle Überraschung. Das war übrigens zwar abgesprochen, aber ich wusste nicht, dass das heute stattfindet. Alles Gute. Dankeschön, Billy. Vielen Dank. Dankeschön, dass du gekommen bist. Ja, meine Lieben, noch ein Abschluss, den wir jetzt haben, um unser Video zu beenden. Das war der Dachtag. Wir sehen uns heute in 8 Tagen, dann ist wieder Dienstag, Donnerstag und dann sehen wir uns wieder. Jueves. Dann ist wieder Jueves und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund. Wir grüßen in die Ukraine, nach Dänemark, nicht vergessen, nach Deutschland, nach Belgien, nach Österreich, in die Schweiz und überall dahin, wo wir gesehen werden. Danke fürs Zuschauen. Andi? Nach Mörs. Nach Mörs. Ist in Deutschland, habe ich mal gehört. Macht es gut. Euch eine gute Heimfahrt. Tschüss. Und wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr noch. Schauen wir mal. Fröhliche Weihnachten. Bye, bye. Bye, bye. Fertig. Das hat auch noch was geworden. Ja, das hat auch was geworden. Ja, ist doch cool. Das waren ja zwei tolle Abschlüsse. Deine Mucke und dann noch Billy dazu. Ja, super. Das war witzig. Das war cool. Aber es lässt sich trotzdem aushalten hier oben. Ja, es geht mit dem Wind geht. Aber wir verbrennen. Ja, rauf wäre eigenartig. Ja, es ist burn. Ich merke das schon hier an der Knie. Ich bin ja nicht so der Badehosenträger, ne? Weil in meinem Pool gehe ich nackt, aber wenn ich im Pool bin, da kommt die Sonne dann nicht mehr hin, ne? Weil du nackt bist, kommt die Sonne nicht mehr. Nee, wenn ich im Wasser bin. Da traut die Sonne sich nicht raus. Theoretisch müsste ich nahtlos braun sein. Dann geht der Mond auf. Nee, gilt ja nicht, wenn du nackt badest, geht ja der Mond nicht mehr auf. Ja. Dann ist ja, die Brötchen sind ja dann auch braun. Manchmal sagt das Püppchen so aus Spaß zu mir, wenn wir irgendwo sitzen. Hast du der jetzt gerade auf den Arsch gekickt? Ich sag, hast du der jetzt auf den Arsch gekickt? Das ist Berlinerisch. Ja, ich verstehe das schon. Das glaube ich nicht. Da hättest du ja nicht nachgefragt. Ja, der heißt auch dir auf den Arsch. Hast du der jetzt auf den Arsch gekickt? Ja, dann musst du sagen. Und dann war das aber so ein Arsch. Und dann habe ich gesagt, da kannst du kaum dran vorbeikicken, oder? Du hast Panoramablick. Ja, mit Kamera müsste man dann wirklich Schwenk machen. Ja, dann musst du ganz einfach sagen, ja, hätte ich nicht geguckt, wäre sie auch beleidigt gewesen. Ja, stimmt. Ja, hast recht. Ja, das stimmt. Das werde ich nächstes Mal werde ich das so sagen. Na gut, so, ich mach mal aus. Ach, läuft immer noch. Ja, es läuft noch. Alles gut drauf. Kannst du ja noch 10. Alles gut drauf. Outtakes. Kannst du ja noch. Du schnell wieder abmachen, dass die Leute mich auslachen. Du. Wenn ihr gelacht habt über mich, dann bin ich schon sensibel. Kann man denn nachspannen? Jetzt auch schon vorbei. Ja, ein bisschen tief, ne? Ja. Ob der das darf?
Musik.